Clarissa und ich bin zurück mit einem neuen Video. In dem heutigen Video stelle ich euch die Swedish Fall Memberbox vor. Das Team von Swedish Fall war so lieb und hat mir ihre Memberbox voll mit Activewear zugeschickt und ich freue mich, euch die Produkte und allgemein das Konzept hinter der Brand, aber auch der Memberbox vorzustellen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Das unterstützt mich wirklich hier sehr auf YouTube und ich freue mich über jeden, der ein weiterer Teil unserer Community wird. Wie immer habe ich das Video in verschiedene Abschnitte eingeteilt, damit ihr euch ein bisschen besser zurechtfindet. Starten möchte ich mit der Vorstellung des Unternehmens. Was ist Swedish Fall eigentlich? Was ist ihre Mission? Danach geht es weiter zur Memberbox und ich stelle euch das Konzept hinter dieser Box ein bisschen vor. Und danach geht es dann auch schon zu den eigentlichen Klamotten, die ich von Swedish Fall zugeschickt bekommen habe. Und das wird dann ein Try-on-Haul. Was man vielleicht hier zuallererst erwähnen sollte, ist, dass Swedish Fall kein normales Fashion-Label wie Nike, Zara oder H&M ist. Swedish Fall ist ein Sustainable Fashion Label und hat der Fast Fashion Industrie den Kampf angesagt. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, einen nachhaltigen Kreislauf zwischen neu hergestellten und bereits gebrauchten Klamotten zu kreieren, um so den Fashion Müll auf der ganzen Welt zu reduzieren. Ich habe mich mal informiert und Swedish Fall schreibt auf ihrer Website, dass jedes fünfte Kleidungsstück so gut wie nie getragen wird und 90% aller gebrauchten Kleidungsstücke nicht wiederverwendet werden. Das heißt, sie landen einfach auf dem Müll, ohne recycelt zu werden und werden wahrscheinlich verbrannt, obwohl sie noch voll in Ordnung sind. Und die Frage ist ja jetzt, wie möchte Swedish Fall einen nachhaltigeren Kreislauf zwischen neu hergestellten und bereits gebrauchten Klamotten herstellen? Versprechungen und Visionen sind ja immer gut und das machen ja auch sehr, sehr viele Fashion-Labels wie H&M oder Mango. Es gibt ja wirklich sehr viele Versprechen in Richtung Nachhaltigkeit. Die Frage ist natürlich, wie setzt das Unternehmen das jetzt auch praktisch um? Das Konzept hinter der Swedish Fall Memberbox, muss ich persönlich sagen, habe ich so noch nirgendwo gesehen und deswegen finde ich es super spannend, euch das heute einfach mal ein bisschen genauer vorzustellen. Um diese Memberbox zu erhalten, muss man sich als allererstes auf der Website von Swedish Fall registrieren. Das Coole daran ist, dass man die Produkte in der Memberbox 20-25% günstiger bekommt, als wenn man sie ganz normal auf der Website shoppt. Danach musst du ein kleines Quiz ausfüllen und das fand ich ziemlich cool, weil erstens macht mir sowas einfach Spaß und zweitens weiß das Unternehmen so einfach viel besser, was dir wirklich gefällt und was du in der Zukunft auch wirklich gerne tragen magst. Wenn du dann das Quiz ausgefüllt hast, wird deine Bewerbung abgeschickt und geprüft. Und wenn du das Go hast, dann kannst du auch schon losgehen mit der Memberbox. Und die Memberbox besteht aus 6 Produkten deiner Wahl. Und wenn jetzt die Box bei dir zu Hause angekommen ist, geht's auch schon zu dem spannenden Teil. Weil bis dahin war ja eigentlich noch alles recht normal, außer vielleicht das Quiz. Du hast einfach Klamotten bestellt und die sind jetzt bei dir zu Hause angekommen. Aber was ist denn jetzt das Besondere an dem Konzept dieser Memberbox von Swedish Fall? Als allererstes probierst du natürlich einfach mal die Sachen an und guckst, okay, welche gefallen dir und welche möchte ich gerne behalten. Und für jedes Kleidungsstück, was du jetzt aus der Memberbox behältst, kannst du ein gebrauchtes Kleidungsstück aus deinem Kleiderschrank zurück an Swedish Fall schicken. Das Ganze ist versandkostenfrei, du musst also da wirklich nichts rein investieren. Swedish Fall nimmt dir hier die Versandgebühren ab. Und das finde ich ist ein sehr cooles Konzept, weil wenn du jetzt zum Beispiel alle 6 Produkte aus der Box behalten möchtest, kannst du auch 6 gebrauchte Sachen von deinem Kleiderschrank, aus dem Keller, alles was du noch irgendwie so rumliegen hast, an Swedish Fall zurückschicken. Und das Unternehmen, wenn sie jetzt deine gebrauchten Klamotten erhalten haben, sorgt dafür, dass die Produkte entweder recycelt oder wieder verwertet werden. Und ihr könnt wirklich so gut wie alles an gebrauchten Klamotten an das Unternehmen zurückschicken. Zum Beispiel eure alte Trainingsjacke, die alte Jeanshose, die seit 2 Jahren schon in eurem Kleiderschrank liegt oder vielleicht das T-Shirt, was ihr schon eigentlich gar nicht mehr so richtig cool findet. Was ihr aber nicht an das Unternehmen zurückschicken solltet, ist zum Beispiel Unterwäsche, Socken, aber auch schmutzige Wäsche. Ich meine, klar, das ist eigentlich ganz logisch. Ich wollte es einfach nur mal hier an dieser Stelle erwähnen. Wenn ihr euch dann entschieden habt, welche gebrauchten Klamotten ihr zurück an Swedish Fall schicken möchtet, dann kommt dieser Beutel hier zum Einsatz. Den habe ich natürlich auch mitgeschickt bekommen. Und das ist so ein Beutel, den kann man hier oben wieder verschließen. Da könnt ihr eure Klamotten dann einfach reintun. Ich habe mich auch nochmal bei Swedish Fall erkundigt, aus welchem Material dieser Beutel denn besteht. Und habe die Antwort bekommen, das ist ein Recycling Bag aus recyceltem Material. Das heißt, dieser Beutel wurde jetzt auch nicht neu hergestellt, sondern es ist wirklich recyceltes Material. Und das passt ja auch super zur Swedish Falls Nachhaltigkeitsstrategie. Falls ihr jetzt schon neugierig geworden seid und die Memberbox gerne mal ausprobieren möchtet, habe ich auch noch einen Gutscheincode für euch, den ich euch hier unten einfach mal einblende.
Und mit diesem Gutscheincode erhaltet ihr 10 Euro auf eure erste Swedish Fall Memberbox. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Produkten, die Swedish Fall mir netterweise zugeschickt hat. Und als ich die Sachen ausgepackt habe, ist mir sofort dieser Beutel hier ins Auge gesprungen. Und ich habe mich da zuerst gefragt, okay, Swedish Fall möchte nachhaltig sein und jetzt haben sie ihre Klamotten in einer Plastiktasche verpackt, so wie jedes größere Fashion-Label auch. Aber ich habe dann mal genauer hingeschaut und habe gesehen, dass da was auf dem Beutel draufsteht und dass er hundertprozentig biologisch abbaubar und kompostierbar ist. Das heißt, dieser Beutel wird innerhalb von 6 Monaten, wenn man ihn auf den Kompost wirft, komplett abgebaut. Also davon ist nichts mehr vorhanden. Und das finde ich ist ziemlich impressive, wenn man mal bedenkt, wie lange eine Plastikflasche oder eine Plastiktüte oder so braucht, um überhaupt ein bisschen zu verfallen. Das sind tausende von Jahren. Deswegen finde ich es ziemlich cool, dass Swedish Fall ihre Produkte auch noch in so biologisch abbaubaren Tüten einpackt und damit einfach noch ein bisschen einen größeren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit macht. Starten wir doch auch schon direkt mit Teil Nummer 1 und das ist eine Radlerhose. Und wie ihr wisst, stehe ich total auf Radlerhosen. Das ist so eine schwarze. Die ist eigentlich ganz schlicht, aber hat hier an der Seite das Swedish Fall Logo. Und ja, ich finde die Radlerhose einfach sehr bequem. Es ist ein super weiches Material. Und ich mag die vor allem gerne mit so einem Oversize-T-Shirt tragen, vor allem auch im Sommer. Aber jetzt auch so im Fitnessstudio, wenn ich irgendwie mal keine normale Leggings gerne anziehen möchte, dann kommt so eine Radlerhose ja auch immer ganz gut. Und ja, ich mag das einfach sehr gerne, auch kombiniert mit einem schönen Sport-BH oder einfach mit einem Oversize-T-Shirt. So, weiter geht's mit Teil Nummer 2 und das ist ein T-Shirt. Das ist nämlich das hier. Das ist ein Shirt aus ganz dünnem Material, also aus einem ganz dünnen Active-Wear-Material. Sehr, sehr atmungsaktiv. Und ich mag das T-Shirt total gerne, weil von vorne denkt man so, ja, ist ein ganz schlichtes Oberteil. Aber wenn man dann mal von hinten schaut und sich mal umdreht, sieht man, dass das hier auch so 2 coole Einschnitte hat. Also das ist ziemlich cool, das überlappt sozusagen am Rücken. Und was ich ja total süß finde, sind auch diese kleinen Stanzungen, die es hier gibt. Die finde ich wirklich sehr süß und die sind so am ganzen Rand des T-Shirts. Also es ist wirklich einmal durchgestanzt. Und auf der Vorderseite des T-Shirts befindet sich auch noch das Swedish Fall Logo in Silber. Und das T-Shirt ist wirklich aus einem super angenehmen und dünnen Material. Es besteht aus 75% Nylon und 25% Spandex. Kommen wir jetzt auch schon zu meinem absoluten Lieblingsteil der Box. Und das ist ein Hoodie, beziehungsweise ein Zipped Hoodie aus der neuen Essentials Kollektion. Das ist so ein ganz hübscher Hoodie mit einem super schönen Farbton. So ein bisschen beige, Kamel würde ich das schon fast nennen. Und hat halt hier vorne so einen goldenen Zipper. Also es ist sehr, sehr cool. Ich mache den mal kurz zu. Den kann man halt hier oben so zumachen. Und der hat ein ganz tolles Material. Also ich finde allgemein die Materialien von Swedish Fall sehr, sehr schön. Sie ist sehr angenehm auf der Haut zu tragen. Und ich finde, das ist einfach ein super cooler Hoodie. Ich habe den hier jetzt in M. Und der fällt sowieso ein bisschen oversized. Und wie ihr seht, ist der an den Armen, also an den Handgelenken, sehr eng. Und es gibt dann so einen leichten Puffärmel-Effekt, den ich ja total stylisch finde. Und ja, das ist einfach mein absoluter Lieblingspulli und ich werde den auch bestimmt in diesem Winter nie wieder ausziehen. Als nächstes haben wir eine Leggings und das ist keine normale Leggings, das ist eine 7/8 Leggings. Das heißt, die ist ein Tick kürzer als normale Sportleggings. Und ja, so eine Leggings besitze ich bis jetzt noch gar nicht. Und das ist die Leggings aus der Free Spirit Kollektion und ich trage hier eine S. Als nächstes haben wir noch das dritte Oberteil, was ich von Swedish Fall zugeschickt bekommen habe. Und das ist ein Sport-BH. Der sieht so aus, ganz schlicht von vorne hier vorne mit dem Swedish Fall Logo drauf. Wenn man jetzt aber den Sport-BH umdreht, dann sieht man hier, dass ein ziemlich cooler Rückenausschnitt zum Vorschein kommt und dass sich Swedish Fall dabei wirklich was gedacht hat. Und ich mag das sowieso total gerne, wenn man einen schönen Rückenausschnitt hat. Und ich kann mir das auch vorstellen, sowas mit einem schönen rückenfreien Top zu tragen. Vielleicht auch gar nicht mal so im Gym, sondern auch mal, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich feiern bin, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, weil ich einfach so einen schicken Rückenausschnitt oder sowas etwas Außergewöhnlicheres einfach sehr, sehr gerne mag. Weiter geht's mit dem nächsten Teil und das ist wieder eine Leggings. Und das ist mal eine komplett andere Farbe, die ich eigentlich normalerweise trage. Das ist nämlich eine babyblaue Leggings. Eine hellblaue Leggings. Wunderschön.
ein total schöner Ton, finde ich. Einfach mal was ganz anderes. Und normalerweise würde ich mir so eine hellblaue Leggings wohl eher nicht kaufen. Aber ich mag dieses Hellblau einfach sehr gerne. Und vor allem in Kombination mit dem Zipped Hoodie, also mit diesem beigen Hoodie, finde ich das einfach eine super schöne Kombi. Also ich mag momentan diese helleren, beigeren Töne ja sowieso. Und auch mal was Neues auszuprobieren mit so einer hellblauen Leggings, finde ich an sich überhaupt nicht verkehrt. Und das Coole an der Leggings ist, sie sieht ja an sich schon total schön aus, ist, dass man einfach hier hinten Mesh-Einsätze hat und da schimmert sozusagen die Haut so ein bisschen durch. Also das ist ein bisschen transparent und den Look finde ich ja auch einfach schick. Ne? Also sieht ja nicht aus wie so eine normale Sportswear, nicht wie so eine ganz normale Leggings von der Stange, sondern hat einfach nochmal so das gewisse Extra. So, was ist denn jetzt das Fazit, was ich hier ziehe zu der Swedish Fall Memberbox und aber auch zu dem Unternehmen im Allgemeinen? Und ich muss sagen, das Konzept hinter der Marke und der Box feiere ich extrem. Ich finde es super, dass sich das Unternehmen so stark für Nachhaltigkeit einsetzt und einfach diesen Kreislauf, diesen nachhaltigen Kreislauf zwischen neu hergestellten und gebrauchten Klamotten kreieren möchte. Ich habe nämlich selber auch ziemlich viele Klamotten, die ich erstens lange nicht mehr getragen habe und zweitens einfach auch gerne irgendwann mal loswerden möchte, aber irgendwie nie die Zeit dafür habe. Und shame on me, ich weiß. Ich habe auch noch einige Sachen, die ich ehrlich gesagt noch nie angezogen habe. Und das ist ja irgendwie auch nicht der Sinn davon, wenn man sich neue Klamotten kauft. Das waren unüberlegte Käufe, die ich jetzt aber schon lange nicht mehr zurückgeben kann. Die könnte ich natürlich auf Kleiderkreise verkaufen. Einfacher ist es aber, die Sachen einfach mit der Swedish Fall Memberbox wieder zurück an Swedish Fall zu schicken und dass das Unternehmen ihnen dann eine zweite Chance bzw. ein zweites Leben schenkt. Nach meiner Recherche kann ich wirklich sagen, dass Swedish Fall kein Greenwashing betreibt, wie zum Beispiel andere Fashion-Labels es leider tun. Und dass die Gründer wirklich zu ihren Aussagen stehen. Die Vorgehensweise von Swedish Fall empfinde ich als sehr transparent und man kann wirklich jeden Prozessschritt auf deren Website nochmal nachlesen und einfach sich auch darüber informieren, okay, was passiert jetzt wirklich mit meinen Klamotten, die ich an euch zurückschicke. All in all finde ich, dass Swedish Fall einen wesentlichen Teil zu einer nachhaltigeren Fashionwelt beiträgt, indem sie diese Memberbox anbieten und indem sie auch die Option für die Kunden haben, die Klamotten wieder an sie zurückzuschicken und sie so recycelt oder wiederverwertet werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video und macht's gut!